Okay, da sind wir wieder für Stardew Valley, die letzten Meter des Winters. Und ich habe auch extra noch das Spiel auf Deutsch gestellt, weil ich wieder gemerkt habe, beziehungsweise ich habe die Tage beim KFC-Dating-Simulator gemerkt, dass ich nicht gut live übersetzen kann und das dann für solche Spiele, gerade hier für die Zwischensequenzen, macht das, finde ich, einfach mehr Sinn, wenn die dann doch auf Deutsch sind. Ganzen Tag klar und sonnig. Neutral gesinnt. Ich habe beschlossen, dass wir vielleicht sogar doch schon in die Schädelhöhle gehen, weil es gibt eine Waffe, die wir bekommen können. Es kostet uns halt nur die Hälfte unseres Vermögens. Und was wir auch machen können, wir machen mal ein paar von diesen Fasersamen, die uns Linus genannt hat. Reicht das? Und dann das? Ist das richtig? Sehr gut. Weil das Zeug wächst zu jeder Jahreszeit, das ist mega nice. Das heißt, wir können dann vielleicht sogar heute schon in die... Das ist nicht heute nicht mehr, weil... Wir müssen erst noch die Waffe kaufen. Aber wir können bald dann in die Schädelhöhle. Okay, wenigstens sieht man anhand der Pflanzen, das ist gut. So was davon schon gegossen ist und was nicht. Aber es ist ein bisschen ungewohnt, weil ich habe jetzt auch heute wieder viel von den Bildmaterialien halt durchgeguckt, aber halt mit dreifacher Geschwindigkeit die meiste Zeit. Und dadurch wirkt das Spiel jetzt im Vergleich relativ langsam. Aber ich bin jetzt zum Beispiel bis zur Hälfte mit dem Sommer durch. Also die ersten drei Streams habe ich verarbeitet. Nach diesem Stream wird aber der Dienstagslot wahrscheinlich erstmal wieder frei für entweder für Siedler oder was völlig anderes. Weil ich möchte erst das dazugehörige Video zum ersten Jahr fertig haben und gucken, wie die Resonanz ist, bevor ich halt dann. Und vor allem möchte ich halt auch die ganzen Sachen, also das ganze Bildmaterial dann von der Platte schmeißen können, weil das schon über 1 TB ist. Deshalb. Und dann kann ich gucken, wie die Resonanz ist. Und ob ich dann für den Rest auch Highlight-Videos mache. Was haben wir hier? Kiefernteer. Das war aber nicht das, was wir für Dings brauchten, für die Fässer. Wie sieht's hier aus? Das dauert noch. Haben wir schon eine uralte Frucht? Hatten wir nicht davon auch einen Samen? Habe ich den gepflanzt? Nein. Nimm doch einfach alles mit einem FPS auf. Ja, stimmt. Ach, ich bin doch manchmal wirklich dumm. Ah, okay. Das gibt mir auch nochmal 2000. Sehr gut, weil das wird sonst teuer. Für den Nutzen des Schädelschlüssels heraus. Das ist auch nicht so schwer. Tail muss ich auch noch irgendwann machen. So, ich weiß nicht, womit wir groß den Tag verbringen wollen, aber ich weiß, dass wir Geld brauchen. Gibt's irgendeine Quest? Es ist Samstag. Hi, Pam. Also kein fahrender Händler. Dann kostet es weniger Speicherplatz. Wie wir wissen, kannst du es ja dann auch einfach auf 60 FPS exportieren. Genau. Ich möchte meinem Vater einen Streich spielen. Dafür brauche ich eine Winterwurzel. Bitte bald, das für dich, Abigail. Waren das nicht die Dinger, die man durch Graben bekommen konnte? Hi Sam. Ach, hier ist immer noch Lehm. Stimmt, hier liegt so ein Ding. Das ist, ich habe tatsächlich einmal kurz in den Spielstand reingeguckt, um etwas nachzuschauen.
Trockneter Seestern. Können wir damit irgendwas machen? Nein. Ey, Mensch, die Mod, selbst die Mod ist auf Deutsch übersetzt. Das finde ich gerade krass. Das Ding müssen wir ins Community Center bringen. Winterwurzel, das war doch das, was sie haben wollte. Genau. Abigail, wo bist du? Eine durchweichte Zeitung, weg damit. Abigail! Und wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Wir brauchen Kohle, habe ich festgestellt. Das heißt, wir sollten vielleicht nochmal in die Dings gehen. Oh, Bündel fertig. Sehr gut. Und was kriegen wir? Eine Recyclingmaschine. Ja, danke. Kann dieses Ding echt irgendwas Sinnvolles produzieren? Ja, nein. Ich meine, Quarz, ja. Aber sonst eher mau. Komm, wir machen uns mal kurz dieses Monsterzeug und dann holen wir uns das Schwert und testen das direkt mal in der Mine aus. Wir brauchen dafür, für Monster Mask, brauchen wir, ich glaube, die Batwings. Genau, und Schleim. Monstermoschus, genau. Wer weiß, vielleicht können wir dann in dieser Aufnahme sogar noch unsere ersten Iridium-Werkzeuge machen. Läuft es mit dem Manifest? Das habe ich nicht weiter verfolgt. Diese Bäume stehen so schrecklich. Gibt es im Steinbruch irgendwas? So, eigentlich müsste man das hier alles wegsprengen. So, hallo. Wir wollen das Lava-Katana. Das Knochenschwert hat 20 bis 30 Schaden. Das hat 55 bis 64 plus kritische Kraft. Uff. Das tut weh, so viel Geld auf einmal auszugeben. Aber was das nicht weiter verfolgt, weil ich im Moment andere Dinge zu tun hatte. Ist das noch geplant? Ich weiß es nicht. Hallo?
Oh, sie sind einfach One-Hit. Gib mir die Kohle, genau. Dankeschön. Wie viele dafür, dass ich angeblich kein Glück haben dürfte, kriege ich ziemlich viele Treppen. Eine gefrorene Träne. Ich habe mich wirklich, was machen wir mit denen eigentlich noch, außer dass wir sie Sebastian schenken können? Stelle Kriegerring her. Ein Goldbarren. Muss ich mein Nutzlosium etwa doch für das Siedlermatch ausgeben? Du musst nicht. Du kannst auch darauf spekulieren, dass ich vielleicht noch etwas Wertvolleres in meine Belohnungen aufnehme. Das ist keine Ankündigung. Und wir haben schon wieder 27 Kohle. Das ist schon mal sehr krass. Wie sieht's hier aus? Julimos, ja, okay, das ist für uns nicht so relevant. So, die Entenfeder. Können wir mal wegtun. Ja, das Inventar ist voll, ich habe es verstanden, aber... Hallo Eisen? Ich kriege hier aber auch nur... Super, jetzt ist es da nämlich belegt. Danke. Dafür, dass die Geister eigentlich neutral sein sollten, habe ich ziemlich viel Glück heute. Oh, hier ist Staubgeist Party. Ich habe übrigens eine sehr interessante Seite mit einer Person geführt, die extremer Fan von Autos ist. Diese Person ist alles egal, von der Person, die selber betroffen ist. Die Person wird unbedingt schnell in einem Verbrennerauto fahren. Kennen wir solche Leute nicht alle?
Okay, ich finde es interessant, dass der Zwerg dieses Ding nur, diese Dinger nur mag, aber nicht liebt. Ja, das klingt halt nach Darwin Award. So, Diamant. So, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Das ist schon mal sehr gut. Moment, wir können hier noch was mitnehmen. Was halt auch unseren Skill ein bisschen pusht. Und jetzt ist wegen dir. Ich freue mich ganz ehrlich, wenn wir Sammeln auf Rang 10 haben, dann wird wir alles nur noch in Iridium kriegen. So, das kann auch weg. Narzisst und Löwen, dann machen wir den noch für irgendwas. Grabenkuchen. Krabbe, Öl plus Tierprodukt plus Weizenmehl. Ich will ja schon, dass wir morgen auch Platz haben im Inventar, deswegen. So, wir haben fast wieder das ganze Zeug wieder drin gehabt, was wir für den Monstermuschus ausgegeben haben. Das brauchen wir auch. Oh, und was kriegen wir? Naja. Wow. Ganzen Tag klar und sonnig. Die Geister sind sehr glücklich, alles klar. Zeit fürs
Zeit für die Schädelhöhle, Boys. Bisschen Hartholz. 10 Stück. Ja, das ist nicht das Problem. Gemischte Saat, das dürfen wir jetzt auch nicht mehr wegschmeißen, weil das brauchen wir für Fasersamen, wie wir festgestellt haben. Also die ganzen Items, die ich in letzter Zeit weggeschmissen habe, sind jetzt an dem Punkt, wo ich denke, oh nein. Ich hätte sie nicht wegschmeißen sollen. Schade. Kauhölzchen. Echt jetzt? So, Hartholz bringen wir dann morgen bei Robin vorbei, weil heute haben wir nicht die Zeit dazu. Was ich vielleicht auch mal machen sollte, ist, den Pferdestall bauen. Stimmt, wir waren nicht bei den Tieren. Wie kann ich nur? Margonisamen. Ungemahlener Reis. Die Miesmuschel können wir abgeben. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass wir das tun. Die Welt ist auf sehr vielen Ebenen drin, wo man sich Leute Gedanken Fußball. Ja, das ist halt auch das, was ich mich teilweise frage. Was ist bei manchen Leuten die Erwartungshaltung, was die Politik ihrer Meinung nach jetzt tun soll, dagegen, dass jetzt zum Beispiel die Gaspreise alle hochgehen? Also teilweise wird da mit Sachen argumentiert, wo ich mir denke, Leute, habt ihr gemerkt, dass wir Krieg in Europa haben? Hallo Pam. Bitte komm zurück, wenn ein Busfahrer da ist. Ja, dann beweg dich mal ein bisschen schneller, Pam. Es ist kalt. Girl. So, hier müssen wir auch noch angeln.
Oh, 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 oh. So, mit den Schleims legen wir uns gar nicht erst an. Ach, hier ist ja schon eine. Wir sollten aber auf jeden Fall dann auch Käse oben in der Hotbar haben. Oh, und direkt zwei Bomben, nice. Anti-Nazi-Sticker mit einem Anti-Fußball-Sticker überklebt. Mhm. Ein Teil von mir ist versucht zu sagen, es ist nicht so viel besser. Also, warte, ein Anti-Nazi-Sticker überklebt, das ist auch... Ah. Nee, ich habe erst gedacht, einen Nazi-Sticker mit einem Fußball-Sticker überklebt. Omnigioden. Hallo und bye. Stoff. Emily liebt das. Lässt sich verkaufen für 658. Wir müssen einmal einen verticken und wir müssen damit was herstellen. Moment. Die Kühe haben wir auch gar nicht geguckt. Ich hätte nichts gegen etwas Iridium. Okay, die Reichweite könnte ruhig ein bisschen größer sein. Was ist das? Würziger Aal. Hallo, Glück. Glückboost und Speed. Hallo, Dino. Was haben wir hier? Schleim. Prähistorische Riffe brauchen wir später für Ginger Island.
Oder wie man es in der deutschen Version übersetzt hat, wie die Ingwerinsel. Was haben wir hier? Oh, sehr gut. Das bringt uns nach Hause. Sehr geil. Inventar voll. Ja, was geben wir denn jetzt mal noch ab? Hier, Quarz. Und Schleim. Schattenessenz wird noch wichtig, damit wir Krobus einziehen lassen können. Aber nett, dass uns die ganzen Viecher die ganze Zeit Essen geben. Wir springen hinein und fallen 6 Ebenen nach unten. Sehr gut. Das ist ein Kommunismuskongress in Berlin. Hast du das da bekommen? Sehe ich aus, als hätte ich Zeit, nach Berlin zu fahren. Iridium. Aber nur eins. Oh, da ist ein Iridium-Node. Hallo. Unser erster Iridium-Barren wäre schon mal sicher. Moment. Machen wir es so. Ist einfacher. Was haben wir hier? Eine geheime Notiz. Das bringt uns nichts, wir haben keinen Platz. Ich komme ja relativ schnell hin, ja, aber ich nicht. Kann man den Text lesen, der da steht? Kann ich damit interagieren? Nö. Wäre ja auch zu viel des Guten gewesen.
Ach, ich habe meine Bomben weggeschmissen, glaube ich. Dieses Gebiet wimmelt von Monstern. Oh boy. Ah, es ist wieder so eins, wo wir alle Monster töten müssen. So, der Vampirring müsste sich doch jetzt eigentlich freuen. Ich meine, sie wollen sich paaren. Das können wir nicht zulassen. Denke ich das nur, da haben die kleinen Slimes zufällig viel Gesundheit. Weil manche halten viel länger als andere. Und du hast eine Torte in dir drin. Ein paar Sachen damit herstellen, aber dafür haben wir eigentlich genug. Bros, das ist jetzt gerade echt nicht cool. Iridium, komm her. Ah, du bist kein Iridium. Imposter. Ich spiele noch Among Us mit deiner Community. Dazu müsste ich Among Us besitzen. Hallo? Stirbst du wohl? Thank you.
Lass uns Among Us vereignen und enteignen. Warum? Was hat Among Us angestellt? Iridium, komm her. Hallo. Unser Inventar muss definitiv freier sein. Es kostet Geld, das ist schlimm genug. Da ist noch Iridium. Da ist noch mehr Iridium, aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr dran. Sechs Iridium-Erz, was bist du? Ein Krabbenkuchen. Uwu. Na, das schaffen wir nicht mehr. Wir schlafen jetzt wahrscheinlich direkt vor der Iridium-Node ein. Ja! Boah, das war jetzt aber. Das war jetzt aber wirklich knapp. Level 10. Warte. Da gehen wir mal sowas von auf mehr Schaden. Was heißt der Erfahren-Tag bei dir? Dass ich normalerweise die Spiele halt auch schon kenne und beherrsche. Wahrsager? Neutral gesinnt. Reicht mir. Hi, Emily. Ja, stimmt, ich habe Stoff bekommen. Danke. Und sofort bist du bei mir. Ja, ich kann daraus Kleidung anfertigen. Nein, es interessiert mich nicht. Hau ab. Ja, ist okay.
25 Ebenen tief. Ja, danke. Das habe ich gestern schon getan. Mach mal was Lustiges. Nein. So, davon haben wir jetzt auch genug. Nee, haben wir nicht. Wir brauchen sogar noch ein bisschen mehr, weil das Iridiumband möchte mehr davon haben. So, wir stellen mal eben noch eine Kiste her und dann machen wir da unser ganzes, unsere ganzen Sachen rein. So, gibt es hier irgendwas, was wir da rauspacken können? Bisher nicht. Verkleideter Dreher? Was? Verkleideter Dreher? Ach so. Ich dachte schon, hä? Ich dachte schon, was soll das sein? Linus hat mich einfach aus der Schädelhöhle rausgeholt. Oder Skeletthöhle. Große Ziegenmilch. Und große Milch. Mensch. So, die Kiste hier bei Clint können wir jetzt auch langsam mal rausholen. Hier, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und... ja, danke. Irgendwelche Deko-Geschichten, für die ich wieder nach Hause muss. Das ist verschlossen. Robin, mach auf. Ich hab dein Hartholz für dich, das du haben wolltest. Oh, wieder die übliche Geschichte. Sind Tomaten Obst oder Gemüse? 10 Minuten Werbepause nur für mich, das wird nichts.
Wenn eine normale Person sagt, dass sie Früchte will, meint sie nie Tomaten. Das stimmt. Gemüse. Ich weiß, dass Tomaten Früchte sind, aber es ist Gemüse. Sei still, Demetrius, niemand mag dich. Was du auf dem Spektrum bist, wahrscheinlich. Entschuldige nicht, dass du ein schrecklicher Stiefvater bist. Und jetzt sei still, Demetrius. Niemand mag dich. Und direkt, sogar direkt zwei Szenen. Jetzt geht's aber los. Genau das Hartholzbett. Und man nennt es Schönheit Kumpel. Sie redet gerade mit ihrem Ehemann, aber sonst ist alles gut. Boah, jetzt soll ich wieder meinen Senf dazu geben. Ich bin jetzt schon zweimal reingekommen. Ja, ich geh weg. Sehr gut. So, jetzt aber. Hofgebäude errichten. Wie sieht's aus? Was brauchen wir für den Pferdestall? Hartholz und Eisenbarren und 10.000 Gold. So, wir wollen aber... Dass dein Ehemann Stein nicht mag. Bring mich nicht auf Ideen. Die Reichen wollen vor uns verstecken, dass Tomaten eigentlich Gemüse sind. Genau. So ist es. So. Und zwar hier. Wow, eine Krabbenreuse, die kein Mensch haben will oder braucht. Pierre? Nein, ich werde dir keine Rotbarbe bringen können. So. So, die tun wir weg. Machen wir noch irgendwas in der Schädelhöhle nicht. Wir brauchen nicht die Sense, wir brauchen nicht die Axt. Wir brauchen nicht die Angel, wir brauchen nicht die Hacke.
So, Krabbenkuchen. Sparen wir uns mal gerade auf, bis wir uns das erstmal heilen müssen. Wow, Hilfe. So, wie lange halten die sonst? Ja, den ganzen restlichen Tag. Hier, Iridiumerz, Bro. Hier ist Gold. Da ist ein Loch. Hallo. Dinosaurier-Ei. So, wir könnten damit, ja, wir werden damit erstmal auch einen Dino züchten. Das geht nämlich in Stardew Valley. Wir züchten uns einfach einen eigenen Dino und dann machen wir aus den Eiern Mayonnaise. Wow, was für ein atemberaubender Tunnel hier. Drei Ebenen. Das ist jetzt auch nicht so geil. Rotkohlsaat. Hatte ich die nicht sogar schon? Nee, hatte ich nicht. Thank you.
Oh, hallo Smaragd. Acht Ebenen. Hä? Habe ich dir eine Quest kaputt gemacht, weil ich noch am gleichen Tag Ebene 25 erreicht hatte? Iridium. Komm schon, Spiel. Wir sind jetzt so weit wie gestern. Hallo, Spiel. Jetzt ist aber mal gut. Da sehe ich Iridium. Ist hier noch mehr? Okay, wir brauchen unbedingt eine Iridium-Spitzhacke. Ich meine, genug. Ja, wir haben genug Iridium dafür. Eine Hasenpfote. Brauchen wir die nicht auch noch für... Nein. Okay, einen müssen wir noch verticken, das können wir tun. Okay, wir haben keine Bomben. Was ist das? Ein Verteidigung, 6 Immunität.
Das ist eher. Ich will schon, wenn ein direktes Upgrade. Komm schon, hallo. Gib mir endlich. Na also. Ein rotes Schleimei. Will ich damit irgendwas machen? Das ist die Frage. Ich meine, ich brauche für die Slime Ranch. Für 2500 lässt sich das verkaufen. Ich habe nicht vor, Slimes zu züchten. Leider nicht genug für zwei. Eisen, Kupfer in rauen Mengen, aber kein Iridium, wie es aussieht. Sieben Ebenen. Okay, wir verwenden das eine. Totem.
So, wir gehen schnell zur Mine und dann ballern wir nämlich das ganze Iridium mal in die Dings. Das kann das nämlich über Nacht durchlaufen. Und ist morgen direkt ready. Boah, das ist aber sehr knapp jetzt. Morgen wird es schneien. Seid heute gut drauf. Okay, dann geben wir die, Was geben wir dann zum Dings? Zu Clint. Die Gießkanne, die Hacke. Die Hacke wird, glaube ich, sinnvoller sein, weil wir auf jeden Fall alles umgraben müssen. Zehntausend. Ach so. Okay, die Quest galt schon als erfüllt. Das gehen wir auch direkt mit. So, wir machen uns unseren eigenen Dino. Willkommen bei Jurassic Park und so. Ach ja, der Moment, der Milcheimer ist ja gar nicht hier. Hallo Erdbeeren.
So, wir haben 18 Erdbeeren. So, das machen wir mal gerade durch. Na, also ich glaube, wir könnten mit einer stattlichen, also mit einer brauchbaren Menge Erdbeeren ins neue Jahr gehen. Also der Ertrag wird auf jeden Fall größer sein als beim ersten Jahr, weil die dann einfach, die wir jetzt haben, dann einfach schon mal 5 Ernten geben statt nur 2. Ich will immer noch eine prismatische Scherbe. Die ist uns das Spiel bis jetzt immer noch schuldig geblieben. Ach, wir hätten zu Clint noch gehen müssen. Egal. Fünf Ebenen nach unten.
Und rein damit. 6 Ebenen. Ne, ich dachte für einen Moment, das wäre Iridium. Aber es ist nur Aquamarin. Ist ja wie bei Minecraft früher mit dem Lapis Lazuli, wenn man das mit Diamanten verwechselt hat aus der Entfernung. Und vor allem zu einer Zeit, als Lapis Lazuli noch nutzlos war, weil es noch nicht mit Verzauberung verknüpft war. Ebene 22. Oh, ein bisschen Iridium. Also Kohle ist aber auch so ein Ding, dass man entweder halt einen rauen Mengen hat oder man hat es halt gar nicht. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Und habe ich nicht noch eine... Doch, eine Bombe haben wir. Hallo, Spiel. Jetzt ist aber langsam mal gut.
Warte, würziger Aal. Fünf Ebenen. Ich muss echt jeden Stein umdrehen. WB. Okay, der Run hier ist auch. Also dafür, dass wir hier Glück gehabt haben sollen, ist der Run hier, finde ich, ziemlich sinnlos. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie einige Leute so extrem absurde Runs hier durchziehen. Also wenn sie nicht gerade. Direkt zwei Nodes. Wenn sie nicht gerade mit Treppenspam arbeiten. Noch mehr Iridium, aber auch direkt noch ein Geist. Da ist eine Treppe, oder eine Leiter besser gesagt. Hello. So, langsam kommt der Punkt.
wo hier Iridium kommt, aber auch nur sehr langsam. So. Was macht der verfeinerte Quarz? 50. Und Feuerquarz gibt mir 100. Also mit, wenn wir das Zeug schmelzen, gibt es nochmal 50 Profit, wobei die Kohle halt kostet. Magma-Geode. Verkleideter Dreher, warte. So, und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch verticken. Wir machen einfach mal gerade Geld komplett nebenbei mit irgendwelchen random Shit. Als wir schon über 1,5 Stunden dran sind, krass. Klar und sonnig. Stimmt, morgen ist das Fest. Es ist eine Tradition, sind wir finden, bringen heute die Dings in den, zu Clint. Ja, ich habe das Geschenk für meinen geheimen Freund Gus. Hallo Iridium. Hallo. Ich will den Eimer haben, danke schön.
Was? Ich wollte schon sagen. Manchmal klickt man auch einfach daneben und du bist erstmal ewig in dieser Animation drin gefühlt. So, Obelisk herstellen, Iridiumsprinkler, Goldbarren, Batterie und Iridiumbarren. Ja, könnten wir uns eigentlich schon leisten. Aber ich möchte halt erstmal unser Werkzeug haben. Gab es noch irgendwas fürs Dings? Nein, wir können mal gucken. Elliot. Elliot war. Hatten wir bei ihm schon zwei? Nein. So, dann gleich erstmal die ganzen Geoden öffnen. Clint, mach auf! Jetzt. So, Geoden aufbrechen. Oh, Iridiumerz. Eins. Das ist neu. Das sieht neu aus, ist es wahrscheinlich nicht. Ist es auch nicht. Jetzt aber erst zwei Sachen, die wir noch nicht hatten. Du hast nicht genug Platz in deinem Inventar. So, das Ding und das Ding und der Rest ist hier, der Celestin.
So, Werkzeuge verbessern. Iridium-Spitzhacke. Ach du Scheiße, 25.000. Ja, machen wir. Wow. Ich habe die ganze Wahrheit über Tomaten rausgefunden. Tomaten sind Kommunisten, deshalb sind sie auch rot. Und die Kapitalisten wollen nicht, dass wir die Tomaten ernst nehmen können, weshalb sie dafür sorgen, dass wir denken, dass Tomaten Obst sind, weil das dafür sorgt, dass man die Tomaten nicht mehr ernst nehmen kann. Wenn das mal kein Quality-Shitpost ist. So, wir kriegen so viel, ich wollte schon sagen, wir kriegen so viel Shit geschenkt. Was sollen wir damit? Und ich hätte eigentlich gerne mal langsam den Autograbber hier, zumindest für das Ding, weil da müssen wir nicht ständig mit dem Eimer da reinlaufen. So, sollen wir vielleicht mal gerade mal unser Inventar ein bisschen sortieren? Lebenselixier, Morchelfell verlegen, roter Pilz und ja, und violetter Pilz. So, Hartholz. Das packen wir auch noch da rein. So, wir können mal gucken, dass wir Elliot mal die eine Entenfeder geben. Vorausgesetzt, Elliot hängt nicht den ganzen Tag bei sich in der Hütte. Gibt's noch jemanden, der die Entenfeder mag? Harvey mag sie, aber das klingt, ist immer so verschwenderisch, finde ich. Und Lea mag den Ziegenkäse. Das können wir auch mal nutzen. Hi Jody. Hi Sam. Hi Alex. Was mögen die zwei? Diamant, goldener Kürbis, Perle, Feenrose. Freundschaft, freundlich. Wir haben einfach schon ein Herz mit ihm. Wo ist Lea zu Hause? Lea ist zu Hause, ne? Weil wir können schon zu Lea rein, stimmt. Was machst du? Hasenpfote. Aus irgendeinem Grund mag Haley uns. Achso, wir haben ja, oh, wir haben einige von den. Sie mag all die ganzen Edelsteine. Habe ich irgendwas davon dabei? Nein.
angrabe, bekomme ich einen Kuss. Es ist das gleiche mit Menschen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ihre Herz-Cutscenes sehe, weil ich mich vorher noch nie mit ihr befasst habe. So, Lea, aber ich will dir den Käse geben. Sagen. Was, Haley mag nur Diamanten? Sie liebt sie nicht? Das finde ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen erstaunlich. Okay, wir verschenken aber nur noch goldenen Ziegenkäse, weil ganz ehrlich, so häufig mache ich das nicht. So, Edelsteine, wir haben noch einige. Clint, Emily und der Zwerg lieben das. Ja, dann wollen wir doch mal. Aus irgendeinem Grund habe ich 4 Herzen bei ihm. Das finde ich irgendwie auch erstaunlich. Wer mag das alles? Clint und Maru. Ja, dann können wir doch mal bei Maru vorbeischauen. Demetrios, steh nicht im Weg rum. Gefrorene Träne, haben wir gerade dich dabei? Würziger Aalmark, ja bitte. Ach, wo ist... Ach, Maru ist wahrscheinlich... Nee. Maru ist unten beim Gemeinschaftszentrum. Sie ist tatsächlich... Ja, sie sitzt irgendwo neben. Hier. Bei ihr habe ich ja irgendwie auch voll... Ich habe einfach schon 6 Herzen bei ihr. Ich kann es dir nicht sagen, ob das einen Unterschied gemacht hätte.
Wo ist Emily? Emily ist schon in der Kneipe. Hi Vincent. So, ich sollte vielleicht noch einen Volt-Ei zu Krobus bringen. Ich habe doch bei ihm sogar extra eine Kiste gemacht, fällt mir ein. So, wir brauchen dann nochmal einen Goldbarren. Nicht einen Goldbarren, einen Amethyst, so rum. Dann gehen wir nochmal zu Abigail. Wobei, man kann nicht immer gerade gucken, was mag. Was mögen Pierre und Caroline? Und den Zauberer, den können wir auch noch besuchen. Carolyn mag nichts, was wir mal eben haben. Und Pierre genauso. Aber für Abigail und für den Zauberer können wir was mitnehmen. Jetzt sind wir den ganzen Tag rumgelaufen und haben nur Geschenke verteilt. Aber das muss auch mal sein. Das gehört auch zur Perfektion. Und ich hätte mal das Special Orders Board mal checken müssen, ob da irgendwas ist. Was haben wir hier? Tausend Holz. Girl, wie soll ich das denn machen? Und Fragmente der Vergangenheit verstehe ich auch nicht. Wie man das machen soll. Ich meine, wir nehmen es mal an, aber wir werden das nicht machen. Sie wünscht sich die Zerstörung des Regenwaldes. Ja, gefühlt. Ich meine, den Wald hier haben wir ja schon abgeholzt. Und den auf meiner Farm auch.
So, der Zauberer müsste jetzt auch eigentlich auch, genau. Der hat jetzt auch zwei Herzen mit uns. Oder wir mit ihm. Es ist einfach irgendwie zu blöd, dass wir bei dem jetzt an Heiligabend, beziehungsweise an Weihnachten in-game, nur unserem geheimen Freund etwas schenken dürfen, aber halt sonst niemandem. Aha, einfach das. Das ist einfach Santa. Ja, auch ein Geschenk. Stell dich hinten an. Wie lang ist denn die Schlange? Lang. Ah, das ist noch nicht so weit. Ach, hier ist dann ja auch noch Geoden, die habe ich gar nicht aufgemacht. Oh je. Da stehen dann so ganz viele Leute vor deiner Haustür und warten auf, dass du ihnen was schenkst. Wer sagt denn, dass sie vor meiner Haustür stehen müssen? Und hättest du dich in die Schlange gestellt, dann wüsstest du das auch. So, was machen wir jetzt mit Fest des Wintersterns? Ha, es hat schon begonnen. Sehr gut. Ich wüsste nämlich jetzt sonst nicht, wie ich die Zeit drum kriegen soll. Malen hat einfach nur als einzigen Dialog für dieses Fest guten Tag. Ach komm schon, Concerned Ape, das kannst du doch wohl besser.
So, einmal mit allen sprechen. Vor allem, er hat einfach so voll die Scrooge-Antwort. Was würdest du gern dieses Jahr unter dem Seelenbaum finden? Eine neue Gießkanne. Boah, Girl, sei still. Du hast mich gefragt. Sei mit der Antwort zufrieden oder halt nicht. Ich ignoriere Gas erstmal. Okay, der Shop hat auch nichts. Wer ist unser geheimer Freund? Alex. Oh nein, ich rechne mit Schlimmen. Aber gut, die Geschenke sind meistens halt ziemlich für den Arsch. Ich warte schon seit 1974 auf ein Geschenk von Spinny. Bitte, was? Bruh, das ist 23 Jahre vor meiner Geburt. Ein violetter Pilz. Alex? Es gibt, glaube ich, nur eine Art von Pilzen, die als Weihnachtsgeschenk akzeptabel ist. Und das ist nicht diese Art. Es ist nichts Besonderes, aber das Beste, was ich mir leisten konnte. Bro. Nein. Das hast du irgendwo gefunden. Erzähl doch nichts. Ich geh wieder. Ich hab's kapiert, ihr mögt mich alle nicht. Den ganzen Tag sonnig sein. Die Geister sind heute gut drauf. Weißen Thunfisch. Ja, zum Glück hat man dafür ja Zeit. Na. Was brauche ich noch für ein Regentotem? Hartholztrüffel und Kieferntee. Genau, und Trüffelöl habe ich nicht. So, hängt Elliot wieder da unten rum? Ja, aber ich meine, gut, es ist noch früh am Morgen, vielleicht traut er sich ja noch raus. Ich will zu Krobus.
So, gab es vorhin eine Nachricht? Ist die Spitzhacke abholbereit? Hallo. Wir sollten die. Das Ding ist, das kostet schon wieder 25.000. Das heißt, das Upgrade können wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten. Hast du uns beobachtet? Nein, eigentlich nicht. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen. Girl, du warst trotzdem out of line hier. Ich würde lieber auch jung sterben, es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Ich denke lieber nicht drüber nach. So, es ist eigentlich total traurig, jetzt nicht irgendwas in Auftrag geben zu können, aber es ist zu teuer. Da kommst du sehr gut. Pam, beweg dich. Es ist kalt.
Ich hätte noch ins Gewächshaus gucken müssen. Wait. Wait. Everybody stay calm. Galaxieschwert. Das war dann wohl der Winterstern. Oh, alles geht sofort kaputt. Nice. Das ist sehr stonks. Moment, nein. Wir essen den würzigen Aal für mehr Geschwindigkeit und mehr Glück. 8 Ebenen. Juhu. Rubin. Prähistorische Rückenwirbel, jetzt ist aber mal gut. Ach stimmt, wir brauchen ja Dings. Ich habe die Existenz des Chats nicht vergessen, aber ich sage nichts zum Thema Anrufen. Und hineinspringen. Und wir sind wieder 8 Ebenen. Also manchmal hat man echt Glück mit den Löchern. Algen. Wir hätten jetzt einen Klingelton auf Never Gonna Give You Up geändert, damit, wenn ich mich anrufe, mich selber rickrolle. Das könnte ich getan haben.
Aber. Könnt ihr Krabben bitte mal... Habe ich jetzt gerade... Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte die jetzt das Iridium zerstört damit. Gerade deshalb wollte ich sie ja aus ihrer Hülle zwingen. Oh, das Schwert ist so viel besser. Also abgesehen davon, dass es nur ein bisschen... Ich meine, es macht nicht so viel mehr Damage, aber es hat einfach eine höhere Geschwindigkeit. Und dadurch ist der Delay einfach nicht so hoch. Drei Ebenen, ja, das ist jetzt eher ein bisschen mau. Echt jetzt? Das kann jetzt nicht sein. Hallo? Das Spiel hat uns jetzt fast ein ganzes Jahr in-game darauf warten lassen. Mit den prismatischen Scherben. Und jetzt kriegen wir zwei an einem Tag. Spiel, bitte. Hasenpfote ist auch gut. Geheime Notiz. Ich habe das jetzt nicht lesen können, aber okay. Spiel. Hier sind langsam keine Steine mehr auf der Ebene. Aber ein Loch. 13 Ebenen. Fünf Megabomben, danke.
wir sind jetzt einfach schon auf Ebene 50. Ebenen. Dreizehn Ebenen. Boah, wenn wir jetzt noch die 100 schaffen, das wäre geil. Dann kriegen wir nämlich direkt noch ein Hitpoint Upgrade. Fünf Ebenen. Man hört es nicht im Stream, aber das Telefon geht gerade. Moment. Moment, ich muss es hier vorhalten. Okay, es ist nicht laut genug. Aber der Witz ist bei dir, weil ich sehe jetzt deine Handynummer. Eine Handynummer. Moment, wir nehmen das Krabbenküchlein, weil das gibt uns noch Verteidigung. Komm schon, wir brauchen Löcher. Du wirst doch nichts rausschneiden müssen. Das stimmt, weil, wie gesagt, das Telefon ist zu leise eingestellt. Aber ich bin es nicht gewohnt, dass es klingelt. Deswegen habe ich mich gerade sogar ein bisschen erschrocken. Weil auf der Nummer ruft halt eigentlich niemand an. Aber ich habe jetzt sogar vorhin an Mikrofon gehalten und es hat einfach nicht keinen Ausschlag gebracht. Ich sag dir, es ist Power of Neo. Ich glaube, die 100 schaffen wir nicht mehr. Dazu bräuchten wir eigentlich noch zwei ziemlich gute Löcher. Aber zumindest finden wir gut Iridium. Ich würde sogar sagen, wir haben genug für alle Upgrades von den Werkzeugen her. Ich habe jetzt einen Jumpscare-Button für dich. Das wird nicht funktionieren. Abgesehen davon kann ich auch das Telefon einfach ausschalten.
Oh, 4 Iridium Nodes hier. Fünf. Boah. Warte, wir springen hinein. 4 Ebenen. Das ist eher schwach. Wozu muss man seine Telefonnummer angeben? Damit es eine Nummer gibt, unter der du potenziell erreichbar wärst. Da reicht dem Gesetzgeber halt keine E-Mail-Adresse. Das ist gerade unsere dritte prismatische Scherbe an einem Tag. Spiel. Das ist jetzt aber gerade maximaler Troll. Genauso wie ich jetzt zu bis Ebene 94 komme, aber es wahrscheinlich nicht mehr zu 100 schaffen werde. Wobei ich mich nicht mal weiß, ob, wenn wir jetzt schon hier rund bis ganz nach unten kommen, ob wir da überhaupt schon Mr. Key treffen. Weil wir haben ja seine Quest noch nicht gemacht. Bitte liege nicht die Handynummer, die gerade angerufen hat, danke. Na, wenigstens war die Tour erfolgreich, was Iridium angeht. So, wir schlafen jetzt hier ein und uns passiert zum Glück nichts Schlimmes. Na. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Das ist okay. Wir haben über 100 Iridium beim letzten Mal bekommen. Also wenn so ein Run gut läuft, dann läuft der richtig gut. 1000 G. Ja, das ist nicht so schlimm. So, das ist durch. Das ist einfach zwei prismatische Scherben. Also eine können wir dann gleich zum Dings bringen. Ich pack die hier rein. So. Jetzt war es bei Todeslustig, wenn ich aber wirklich Never Gonna Give You abgehört hätte. Ja, das wäre aber ein Prank, den hätte man wirklich vorher aufsetzen müssen. So, was machen wir damit? So, gefrorene Träne für Sebastian und das Ding nehmen wir einfach mal irgendwo mit.
So, wie nutzen wir denn die letzten zwei Wintertage? Das ist echt eine gute Frage langsam. Wie von meiner Freundin, man schreibt ins Pressum die Nummer, die einen angerufen hat. Ja gut, und die darf dann erstmal erklären, wie die Nummer dann da landet. Aber das glaubte ja auch kein Mensch, also, wenn du dann sagst, ja, die Nummer, die ich angerufen habe, hat dann meine Nummer dahin geschrieben. Oh, so viel Eichenharz. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen um Dinger kümmern. Fässer. Sternfrucht. Was kosten uns hier die Dinger? Eisenbarren, Kupferbarren, Eichenharz, Holz. Sollte vielleicht etwas geheim bleiben, dass theoretisch jederzeit in den Stream eingreifen kann. Ich kann das ja problemlos unterbinden. Und wenn dieses Telefon aus ist, dann kommt, dürfte es auch nirgendwo ankommen, wie gesagt, weil ans Hauptgerät ist halt die Hauptnummer angebunden. So, wo ist die goldene Sense? Dankeschön. Fasern! Jetzt komme ich dann persönlich zu dir nach Hause. Bis dahin muss ich mir was ausdenken, um einen Rickroll daraus zu machen. Was? Ich muss mir was ausdenken, um einen Rickroll daraus zu machen. Ja. Ich habe hier eine Alexa, wenn... Ich kann dir einfach sagen, Spiel Never Gonna Give You Up. Zählt das? So, 64. Also mit zwei Drittel von dem, was wir beim letzten Mal an Erdbeeren gekauft haben, starte ich einfach jetzt schon. Sollen wir die Mülltonne auf Iridium schon mal bringen? Weil das kann bis morgen erledigt sein. $12.500 für eine scheiß Mülltonne. $2.000, wir brauchen das für das Gemeinschaftszentrum.
So, hier. Kann man anrufen an ein Highlight-Video? Nein. Wie gesagt, der Anruf war ja nicht mal zu hören. Sonst hätte man einen schönen Clip draus machen können. Wie sieht es mit Skills aus? Sammeln und Fischen sind beide noch auf 9. Das gehört, hättest du es doch rausschneiden müssen. Das wäre aber nicht schwer gewesen, weil meine Stimmtonspur ja separat vom Rest ist. Und mein Mikrofon ist halt so. Es nimmt auch eigentlich nur das auf, was vor ihm ist. Und nichts sonst. Wie gesagt, ich habe es gerade fast dran gehalten und es hat es nicht aufgefangen. So, ich wollte Dings machen. Ich wollte. Ich wollte Fässer machen. Wenn man das gehört hätte, hätte man einen Clip draus machen können. Ja, also ich sag mal so, das wäre jetzt im Wort. Auf Twitch, also so viel ich weiß, kriegst du kein DMCA dafür, dass du die Musik in Streams verwendest. Also das würde Toby Fox allein schon deshalb nicht machen, weil die Leute ja auch Undertale streamen. Also das ist kein Thema. Und ein Twitch-Clip wäre auch ein bisschen langlebiger als ein Wort. Und der Wort, der auf YouTube kommt, ja, da würde ich es dann vielleicht rausschneiden und den Clip nochmal extra hochladen. So, wir haben 29. Facecam wäre das nochmal sehr viel unterhaltsamer gewesen. Vielleicht, ja. Aber im Moment habe ich eher das Gefühl, dass wenn Leute ein Face-Reveal haben wollen, sie woanders suchen müssen als auf meinem Kanal. Ich habe tatsächlich erst die Tage erstaunt festgestellt, dass es ein Video gibt, wo man Spirit of the Law, wo man sein Gesicht sieht, weil er ein Interview mitgemacht hat. Es war noch nicht so alt, aber ich dachte mir erstmal so, what? So, was machen wir noch? Wir könnten versuchen, Skelette zu farmen für die Knochensplitter. Komm, wir probieren das einfach mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun.
Stardew Valley Skeletons. 71 bis 79. Welche Augen- und Haarfarbe hast du? Wer will das wissen? Der Tenno auf meinem Profil, auf meinem Avatar, ist tatsächlich relativ nah, bis auf die Augen. Wobei das natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen älter ist. Das ist halt auch aus meiner Warframe-Zeit. So, jetzt sind wir einfach richtig OP für diese Mine hier. Informationen reicht mir aus, damit ich weiß, wie du aussiehst. Ich habe braune Haare und grün-braune Augen. Was wird wohl Günther dazu sagen, dass ich ihm einfach die Knochen von Menschen bringe? Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass die Skelette früher mal Menschen waren. Das reicht für mich als Face Reveal. Es ist doch schön, wenn Leute auch mal sich mit wenig zufrieden geben. Ich hätte noch Iridium in die Dinger packen sollen, in die Öfen.
Wir sind nur halb da. Komm, ich brauche irgendein paar Level mit richtig vielen Skeletten. Wir müssen auf jeden Fall am letzten Tag nochmal in die Mine. Noch ein Schwert. Jetzt kriegen wir zwei davon. Oh, langsam. Jetzt kriege ich aber irgendwie Kopfschmerzen. Hoffentlich wird das nicht schlimmer. Aber wir sind ja auch fast durch. Geister sind sehr glücklich. Preiselbeersüßigkeit. Ich hatte bei dem Anruf dezent Angst davor, auf was du angehst. Nein, das wäre nicht passiert. Also ich glaube, spätestens wenn ich anfange, dann noch mit den Leuten wirklich zu telefonieren, dann würden es die Leute wirklich regelmäßig machen. So, Monstermoschus.
So, die Mülltonne müsste ja eigentlich schon fertig sein. Die braucht ja nochmal, also meine ich, nur einen Tag. Moment. Habe ich die... Ja, ich habe die Goldaxt wieder hier reingelegt. So. Das Ei kann weg, das kann weg. Ich keine Mayonnaise gerade mitgenommen. Hallo, mach die Tür auf. Dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du in den Voice Channel auf deinem Discord-Server kommen würdest. Gar nicht, wenn es keinen Grund gibt. Okay, es wird heute nicht fertig werden. Anscheinend erst im neuen Jahr. Wer hätte das gedacht? Ich dachte eigentlich, dass die Mülltonne schneller ist. So, was gibt das hier? 1500. Boah. Also Iridium ist schon profitabel. Ach ja, wir wollten ja hier das Zeug verwenden. So, ich glaube, wir haben es gleich. Mann, bist du langweilig. Wie bitte? Meine Katze ist über die Tastatur gelaufen. Aha. Deine Katze weiß aber auch genau, was sie tut, hm? Und da haben wir es. Und tschüss.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir dafür kriegen. Am Museumsschalter, dann darf aber auch das Museum noch nicht zu sein. 3500 G. Immer noch wahrscheinlicher als Stream-Speedrun-Glück. Na komm, irgendwann hat er ja zugegeben, dass diverse Mods noch aktiv waren. Ob es Absicht war oder nicht, das weiß am Ende nur er. Aber er wird damit leben müssen, dass sich alle, dass jetzt alle bei unwahrscheinlichem Glück an ihn denken. So, wir können noch ein paar Fässer bauen. Na. Aber vor allem einfach, Robin will, dass wir Dings rankarren, dass wir Holz rankarren, 1000 Stück im Winter. Ich meine, es ist möglich mit dem Baumdünger, aber sie geht ja davon aus, dass wir das einfach machen. So, der erste von den Schuppen ist fast fertig. Ich glaube, wir können den sogar noch ausbauen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es gäbe auch noch einen großen Schuppen. Gab's denn noch was? Nein. Stein brauchen wir. Haben wir hier welchen? Nein. Wir gehen mal kurz. Wo sind die großen Brocken, wenn man sie braucht? Geheime Notiz. Jemand wartet auf Ebene 100 in der Schädelhöhle. Ja, da habe ich schon. Wir haben schon versucht, dahin zu kommen. Thank you.
So, Spiel, gib mir bitte Stein. Gerne auch in raueren Mengen als bisher. Was ist denn hier los? Drei von denen. Monsterjägerziel erreicht. Da war ein Diamant. Ach stimmt, hier der Monstermoschus, der... ist ja immer noch am Wirken. Wir wollen Steine. Give it to me. Wow, uns ist tatsächlich mal die Energie ausgegangen. Ich bin beeindruckt. Huch. Ein bisschen in den Sternenhimmel schauen mit Maru. Aber ich muss sie leider enttäuschen. Das wird nicht weiterführen.
Mit Maru bin ich auf 6. Wow, 6 Herzen. So, den ganzen Shit noch weg. Okay, das war's. Das hätten wir. Das erste Jahr ist durch. Ist jetzt nicht so atemberaubend, was wir hier rausbekommen haben. Okay, das reicht jetzt aber auch. Der Iridium-Mülleimer ist bereit, aber das müssen wir ein anderes Mal holen. Ich weiß noch nicht, wann es weitergeht, weil, wie gesagt, ich möchte erstmal die Streams, die ich jetzt auf der Platte habe, durcharbeiten, verarbeiten und ein Video draus stricken und daraus dann auch entscheiden, ob ich das weiter als Videoformat dann auch haben will oder ob ich es nur als Livestream-Geschichte haben möchte. Das ist halt eine wichtige Unterscheidung. Ansonsten, ich denke mal, die Dienstagstreams werden dann bis dahin entweder mit Siedler gefüllt oder vielleicht mit noch etwas anderem. Das muss ich mir aber noch überlegen. Ich danke auf jeden Fall fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.